It's me, Dagevian. Ja, Leute, ihr seht genau richtig, ich bin wieder da. Da es eine längere Zeit lang auf meinem Kanal keine Videos gab, werde ich ab jetzt wieder anfangen, täglich Videos hochzuladen. Der Grund, warum es auf meinem Kanal so lange keine Videos mehr gab, liegt daran, es gab in meiner Familie einen Krankheitsfall meiner Mutter betreffend und habe mich halt dann dafür entschieden, da ich lieber für meine Mutter da sein wollte, habe ich auf YouTube erstmal eine kleine Pause eingelegt. Und jetzt, wo alles wieder in Richtung Genesung geht und alles wieder okay ist, habe ich mich dazu entschlossen, YouTube wieder weiterzumachen. Und welches Spiel ist perfekt dafür geeignet, um mit YouTube wieder weiterzumachen? Genau, ein Spiel, auf das ich mich schon so lange gefreut habe, nämlich Super Mario Bros. Wonder, dem allerneuesten Teil der 2D Mario Bros. Reihe. Bevor wir anfangen, möchte ich noch kurz eine kleine Sache erwähnen. Ich sehe nämlich gerade auf der Hülle, die ich gerade in der Hand habe, es gibt 3 neue Power-Ups. Ich dachte, es gibt nur den Elefanten, den man sich natürlich in Elefanten verwandeln kann. Aber ich sehe gerade, es gibt noch eine Seifenblasenblume und eine Bohrerblume, wo man sich in eine Bohrer verwandeln kann. Das ist ja witzig. Ich habe nämlich versucht, größtenteils Spoiler so von dem Spiel zu vermeiden. Naja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt hier den neuesten 2D-Teil von Mario zu spielen. Denn der letzte Teil, den ich gespielt habe vor dem 2D-Mario, das war damals der Nintendo DS-Teil. Also ist schon ziemlich lange Zeit her. Und ich würde auf jeden Fall dann sagen, dann zögern wir jetzt nicht lange heraus und dann fangen wir direkt an mit dem Let's Play zu Super Mario Bros. Wonder und los geht's, indem ich L plus R drücke. Wir machen natürlich ein neues Spiel. Ich bin alleine. Oh, Zufall? Yoshi und Mopsy nehmen keinen Schaden, nutze aber auch keine Power-Ups. Ach so, okay. Ich kann also einen Charakter direkt auswählen, welchen ich spielen will. Aber ich würde, glaube ich, einfach mal sagen, fangen wir mal ganz oldschool an und nehmen wir mal direkt als erstes erstmal Mario. Und dann mal gucken, wir dann nehmen Luigi, Daisy und Peach. Aber wie es da schon steht, die Yoshi... Ah ne, Toads kann man auch benutzen. Okay, Toadette ist auch dabei. Und die Yoshi und Mopsy. Mopsy ist ja der da damals bei den Wii U-Teil dazugekommen ist. Die können keinen Power-Ups benutzen und kriegen auch keinen Schaden. Das wäre ein bisschen langweilig, das werde ich vielleicht irgendwann mal in Bonus-Parts machen. Aber wir fangen mal an mit Mario. Mario, genau. Oh, freue ich mich drauf, endlich. Willkommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht weit vom Pilzkönigreich entfernt. Mario und die anderen folgen einer Einladung von Prinz Florian und reisen zum ersten Mal dorthin. Oh, ich bin da. Oh, ich kann das Digi-Kreuz auch benutzen. Yay! Hey, hallo! Was kann er denn alles? Hui, Zeit für das Spaß. Alter, sieht das Spiel schön aus. Cool. Und das ist Luigi. Hey, Bruder. Was geht? Hallo. Voll cool, ey. Waha! Und das ist Yoshi, Peach und der blaue und gelbe Toad. Danke sehr. Kann er eigentlich den Dreifachsprung? Ja, kann ich. Alles klar. Wollte ich nur wissen, ob ich den Dreiersprung kann. Boah, wie der rennt. Viel Vergnügen in Super Mario Bros. Wonder. Cool. Oh ja, na ja, 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 ja. Ich finde die Sprache so gut. Ist das Prinz Florian? Danke für die Einladung. Oh. Da oben ist Kamek gerade gewesen. Habt ihr das gesehen? Ja, da ist Kamek. Nein! Und natürlich der Bowser. Boah, wie geil die Feuerflammen aussehen. Und da ist Bowser Junior. Und er klaut die Powerblume. Hat er gerade Peach Königreich Schloss geklaut? Alter. Alter, wie geil ist das denn, ey? Bam, 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 bam. Jawohl! Ist das geil! Ja, Bowser. Hut ab!
Alter, Bowser versteht es, wie man einen richtig geilen Auftritt macht, ey. Cool, da habe ich jetzt mit, hab ich nicht mit gerechnet, das kann ich noch nicht. War das nicht dieser fiese Bowser? Wie konnte er unser Blumenschloss und die Wunderblume stehlen? Okay, das war sein Schloss, okay. Unfassbar, dass dieser Kerl auf diese schlimme Art mit unserem schönen Blumenschloss verschmolzen ist. Damit darf Bowser nicht durchkommen, gar nichts auszudenken, was er alles anrichten könnte. It's me! Ich werde Bowser stoppen! Wie? Du möchtest helfen? Vielen Dank! Dann komme ich gern mit und weise den Weg. Nur einen Augenblick. Hä? Ich weiß gar nicht, mal Peach auch spielen kann, ey. Und dann kommen die Yoshis und Mopsy. Da. Ich finde das so komisch, dass die Blumen sprechen, aber Mario nicht. Ja. Oh. Welt 1. Röhrenfelsenwiese. Cool. Willkommen im Blumenkönigreich. Und da fängt's an. Okay, da oben links sehe ich Münzen. Purple-Münzen, Marios Leben und eine blaue Kirsche. Schwierigkeitsgrad 1. Was kann ich denn hier so drücken? Plus? Charaktere, da kann ich Charakter auswählen. Aufsteller? Was sind denn Aufsteller? Na, das guck ich mir nachher an. Machen wir jetzt erstmal das erste Level. Let's go! Los geht's! Willkommen im Blumenkönigreich. Schwierigkeitsgrad 1. Drücke B, um zu springen. Du kannst länger springen. Okay. Da habe ich gedrückt, da hätte ich springen gehört. Natürlich, klar. Und los geht's! Was hat denn hier? Okay. Ah, guck mal, der kann diesen Sprung wieder machen. Oh. Cool. Und die Goombas schlafen. Gut. Ist ja geil. Cool. Oh, es gibt keine Zeit mehr oben, sehe ich gerade. Oh, da ist sie. Das ist das neue Power-Up. Gut. Oh. Was ist da durch? Wie geil ist das denn? Die Animationsangabe, der ist ja durchquetscht. Benjamin, du lieber Elefant. Cool. Kann ich auch. Boah, jawohl. Ist das geil. Ey, wie geil ist das Spiel? Oh, die kann ich bepflanzen. Ach so, der kann Wasser aufsammeln, wenn ich... Ach so. Ist ja geil. Kann ich da rein? Oh, mit der für die vor die Kreuze an den Augen. Habt ihr das gesehen? Cool. Das Spiel gefällt mir jetzt schon mal sehr gut. Ich finde auch gut, dass es keine Zeitanzeigen mehr gibt. Da kann man die Welt mal genießen. Und da guck mal, da hinten sind auch Goombas, die schlafen. Hallo. Na, Echo. Ich finde geil, wie der Elefant da reinpasst. Oh, guck mal. Cool. Kann ich da rein? Nein.
Da. Nein. Hä? Was ist das denn? Ach, stimmt, na klar, die blaue Blume. What? Was ist das denn jetzt hier, ey? Oh. Boah, mach ich das gerade richtig? Ich habe Wundersamen eingesammelt. Okay. Was war das denn? Ein Wunders... Willkommen im Blumenkönigreich. Ich hab einen Wundersamen vergessen. Wunderbar. Guck mal, ich hab's wieder zurückverwandelt. Und der Halter gibt er mir einen Wundersamen. Yeah. Yes. Course one cleared. Nice. Ich habe übrigens auch ein neues Mikrofon. Hört man wahrscheinlich auch. 21.01.24. 24.01. Was habe ich gerade gesagt? Prima. Wundersamen werden uns auf unsere Abenteuer sehr nützlich sein. Sammeln wir doch noch mehr. Cool. Schwierigkeitsgrad. Was ist denn da L2? Ach so, da kann ich in die Welt reisen. Wow. Okay. Plus ist, kann ich speichern? Fortschritt speichern? Ja. Alles klar. Y ansehen. Willkommen im Blumenkönigreich. 21.01.24. Alles klar. Piranha-Pflanzen-Parade. Hoppala. Ein bisschen krank. Schwierigkeitsgrad 1. Piranha-Pflanzen-Parade. Kann ich irgendwie... lol, die Piranha-Pflanze da. Wie abgehauen ist. Oh. Mario Time. Cool. Kannst du da rein? Guck mal, wie jetzt die Mütze runterhält, ey. Voll cool. Wie geil die Piranha-Pflanzen aus ihren Röhren rauskommen jetzt. Oh, da kommt noch mehr. Oh. 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 Oh, ich kann da rein. Jetzt komme ich da oben wieder raus. Nee, lass das mal lieber. Ich will schon den Elefant behalten. Kann ich da nirgends so rein? Fantastisch. Ach, guck mal, da gibt's... Was gibt's denn hier alles? Zwei Sondersamen und, Sondersamen? Ich will Sorgensamen. Hallo, lieber Kummerkastenteam. Ich möchte meine Sorgensamen abgeben. Also kann man doch dahin kommen. Natürlich. It's me, Mario. Alter, das Spiel sieht so hübsch aus, ey. Laufende Pflanzen? Irre. Was? Sprechende Pflanzen sind ganz normal.
Kann ich da rein? Ne, kann ich nicht rein, ne? Ich glaube, ich kann nur in die roten rein, ne? Okay. Oh Gott. Ha, hab dich. Hab dich. Und die kommen immer wieder. Na gut, dann kommen die immer wieder. Da ist wieder so ein Song, also eine riesige Powerblume. Oh Gott! Oh Gott! Boah! Alter, wie geil das war. Das war ja super. Cool. Ah, da sind riesige... Die riesigen Piranha-Pflanzen hier, ey. Voila, wunderbar. Juhu! Level beendet. Ey, der hat geredet, der Mario. Thank you. Cool. Cool. Nichts wie hinterher. Ja, Leute, ich würde aber mal sagen, das reicht für den ersten Part. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch bisher. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Ich freue mich auch richtig darauf, 2D-Mario wieder zu spielen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder in meinem Let's Play zu New Super Mario, Super Mario Bros. Wonder. Wiedersehen, Leute. Immer schön die Jaffa-Cakes essen. Tschüss, euer Divi.